we make the streams louder. Hey Leute, willkommen heute mal ausnahmsweise zu einem iPad-Game. Und zwar habe ich doch mal gesagt, iPad-Games machen eigentlich Spaß, weil es halt immer so viele Minispiele gibt. Und deswegen mache ich zwischendurch als kleines, also man kann es jetzt schon Format nennen, einfach mal ein paar iPad-Minispiele zum Testen. Früher war ich aktiver iOS-Zocker, jetzt bin ich auf PC umgestiegen. Aber die Minigames machen doch immer noch manchmal Spaß. Teilweise spiele ich auch noch etwas größere Games, aber Minigames machen halt auch mega Spaß für zwischendurch. Und ich würde sagen, heute testen wir Sonic Runners, ein neues Spiel vom Sega. Man kann es auch Sonic Team, wie man oben sehen kann, nennen. Ist letztens erst rausgekommen, ich weiß nicht genau wann. Und ich würde sagen, starten wir einfach mal, indem wir die Nutzungsbedingungen annehmen. So. Es kann sein, dass etwas laggt mit meinem Dings. Ich stream das nämlich gerade über Air-Server und nehme das gerade ganz über meinen PC auf. Ja. Bestätigung von Daten, Downloads. Oh man, jetzt wird Wetten wieder was heruntergeladen. Ich hasse es. Dann sehen wir uns noch einen ganz kurzen Cut wieder. Lord, warum ist das so langsam? What? Egal. Ja, dann bis gleich. So, und da ist das Game jetzt auch endlich fertig gedownloadet. Ich bin jetzt gerade noch in einem kurzen Ladescreen, weil ich eh noch mal was labern wollte. Und zwar fahre ich ja in den Urlaub. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das eine Video vorher hochlade, deswegen sage ich es jetzt auch nochmal in diesem Video. Ja. Und zwar habe ich jetzt Ferien und fahre vom 30.06. Ab dahin halt für 11 Tage in den Urlaub. Und dort kann es halt sein, dass gar keine Videos kommen. Ich hoffe, das verzeiht ihr mir. Und ja. Übrigens werde ich vielleicht auch noch ein paar iOS Jailbreak Videos machen, weil mir das halt auch sehr, sehr viel Spaß macht, das Ganze aufzunehmen. Ja, aber natürlich wird hauptsächlich PC auf meinem Kanal kommen, also keine Angst, dass ich jetzt irgendwie auf iOS zu sehr umsteige. Ja, und hier seht ihr auch, herzlichen Glückwunsch, Event im Gange, also es ist anscheinend gerade ein Event im Gange. Und jetzt kommen wir hier auch schon zur Namenseingabe, gib einen Namen mit maximal 8 Zeichen ein. Wir nennen uns einfach mal Riesel. Übrigens ist mal das HDLP in meinem Namen, finde ich jetzt momentan nicht mehr so schön, deswegen nenne ich mich nur noch Freeze. Kann sein, dass ich meinen Kanal auch irgendwann mal umbenennen werde, aber jetzt noch nicht. Und ja, Freeze, okay. Mit diesem Benutzernamen registrieren, Freeze, ja. Registrierung erfolgreich, der Benutzername ist Freeze. Altersüberprüfung, ach, leck. Geburtsdatum eingeben, ach. Was für eine Scheiße. Ja, wie ja, check ich nicht. Ach so, ja, so meine ich das. 2000. Da könnt ihr auch mal sehen, wann ich geboren wurde. 6. Das Spiel ist eh ab 6 oder so, also von daher kann ich auch da irgendwie mein echtes Geburtsdatum eingeben. So, vielen Dank. Ja, okay. Mit dieser Episode 1. Dr. Eggman ist der... Oh, was laber ich? Dr. Eggman, der böse Wissenschaftler. Der böse, geniale Dr. Eggman ist zurück, um die friedliche Welt von Sonic und den Tieren ins Chaos zu stürzen. Rasche. Ah. Hey du, bleib gefällig stehen und lass mich dich fangen. Ah. Werdet ihr wohl aufhören, sofort zurückkommen. Übrigens ist jetzt gerade der Ton an. Ich weiß nicht, ob der jetzt mit aufgenommen wird. Weiter. Das ist nicht gut, Sonic. Dr. Eggman fängt schon wieder Tiere ein. Wir müssen ihm helfen. Eggmansk. Lernt er seine Lektion denn nie? Das musst du mir nicht zweimal sagen. Los, machen wir Rührei. Übrigens werde ich jetzt doch lieber den Ton ausmachen, der ist ein bisschen asynchron. So, ja, klicken wir mal auf Spielen und gucken, wie das Ganze läuft. Ja, übrigens ist die Grafik momentan wirklich so schlecht, wie es dargestellt wird. Also das Spiel ist halt anscheinend noch nicht voll ausgereift, deswegen nicht denken, das liegt irgendwie an meiner Quali oder so. Das ist, wenn ich so... Ich habe das iPad Air 1, also ich denke, da müsste eine relativ gute Grafik hinkommen. Ja, tippen zum Springen. Okay, also denke ich, habe ja das zweitaktuellste iPad, also ich denke nicht, dass dort irgendwie Grafikeinschränkungen sind. Vor allem, weil beim iPad Air 2 auch keine Grafik verbessert wurde, sondern nur der Speed und die Touch-ID und alles. Tippe beim Springen auf dem Bildschirm. Ja, also ja, dort wird halt nicht so viel verbessert beim iPad Air 2. Deswegen. Ja. Okay, ein bisschen schlechter ist die Grafik gerade schon, aber nicht so viel schlechter.
Sammelserien von Ring, Kristall und Tyrann und mein Kumpel und der dicke Power. Okay. Der Kumpel wird auf mich. Ja, okay. Okay. Ja, mal gucken, wie das Ganze so läuft. Ist auf jeden Fall gerade ein lustiges Spiel. Ich werde jetzt mal den Sound anmachen, weil ich die Musik hören will. Vor allem dort, der Sound kann hier kaum asynchron sein, weil eh fast nur Musik da ist. Das Einzige, was leckt, ist der Sound ein bisschen gerade. Wenn du die Stacheln oder Geschosse läufst, nimmst du Schaden und verlierst alle Ringe, außerdem wirst du verletzlich und kurzzeitig unbeweglich. Wenn du keine Ringe hast, färbt sich der Rand des Bildschirms rot. Nimmst du sonst Schaden, verlierst du den Level. Heißt nicht das Level? Oh, scheiße. GG, ich hab schon verloren. Ach Leute, ich mach den Sound aus, das bringt's nicht, der leckt irgendwie. Das beim Air-Server irgendwie ein bisschen scheiße. Hey, ich hab jetzt schon verloren, what the fuck. Man darf jetzt hier also gerade gar nicht dran kommen. Na, ja, haben wir das geschafft? Okay, werden die Wände und oder Grimm zum Verhängnis, muss der erneut starten, auch wenn du Ringe hast. Ja, denkst du, es juckt mich. Okay, Glückwunsch. Ja, es entschuldigt jetzt gerade noch erstmal das Tutorial. Beschleunige Backup, um bei maximal Turbo einen Wirbelsprint hinzulegen. Rahme beide Gegner, um die zu zerstören, wir durch ein Looping in die Wollte zu erhalten. Ich muss anscheinend jetzt nichts machen. Oder? Ja, ich musste nichts machen. An einem bestimmten Punkt in jedem Level erscheint Dr. Eggman. Triff ihn mit dem Wirbelangriff und er lässt. Mit einem Wirbelangriff und er lässt Ringe fallen. Krall dir so viel wie möglich, bevor er abdampft. Okay. Guck grad nicht auf meinem PC mehr. Ich habe gerade ganz kurz auf meinem PC geguckt, aber es wird zu complicated. So, nice, nice. Gib mir die Ringe. Gibst du mir die Ringe? Gib mir die Ringe. Ist ein bisschen komisch, wenn ich Spielzeug, deswegen spiele ich auch gerade so scheiße. Ich spiele auch nur mit einer Hand. Dieses Spiel kann man auch eigentlich nur mit. Dieses Spiel kann man halt eigentlich auch relativ gut mit einer Hand spielen. Braucht man nicht unbedingt Zweifel. Und schneller. Ja, würde ich gerne. Okay. Jetzt sind wir anscheinend im richtigen Modus und haben das Tutorial sozusagen abgeschlossen. Ja, ist anscheinend so ein unendliches Game, kann ich mir zumindest vorstellen. Und wir hängen in den Spikes. Ach so, wir haben direkt verloren. Gesamtpunkte, blablabla, weiter. Der Charakter hat Erfahrungspunkte verdient. Aha, anscheinend gibt es hier auch Level. Unser Hauptcharakter ist nämlich gerade Sonic. Mal gucken, wie das Ganze so läuft. Übrigens ja, okay, das juckt mich recht wenig. Die Ladezeiten sind noch ein bisschen lang. Also wie gesagt, das Spiel ist noch nicht vollständig ausgereift. Merkt man an der Grafik und an den Ladezeiten. Für so ein Spiel soll es eigentlich mehr kürzere geben. Ja, Punkte im letzten Level. Nächste Etappe. Ah, jetzt können wir halt zur nächsten Etappe. Für dich ist jetzt Schluss, Eggman. Ja, yeah, du wirst keine Tiere mehr belästigen, hörst du? Ganz genau, damit kommst du nicht davon. Ihr Narren, glaubt ihr, ihr müsst mich nur lieb bitten und ich höre auf? Ha, euch werde ich's zeigen. Okay. Mach Ruhe-Ei aus Dr. Eggman. Am Ende jeder Episodenkarte erwartet dich ein Boss. Du musst ihn besiegen, um weiterzukommen. Behalte Dr. Eggman genau im Auge und greife im richtigen Augenblick an. Wenn du bei einem Bosskampf feststeckst, setze Farbenergie ein, um garantiert Treffer zu landen. Okay. Anscheinend ist das auch mit Internet, weil da gerade Verbindung stand. Aber wir sind jetzt einfach mal gerade ins Spiel reingegangen. Bereit oder nicht, es geht los. Gefahr. Verwende Dr. Eggmans Angriffe gegen ihn. Nutze Farbenergie, dann werden deine Angriffe automatisch gestartet. Okay, ich werde mein Bestes mal versuchen. Mal gucken, ob ich ihn direkt besiegen kann. Ich weiß ja nicht, wie stark er ist. Ah, ich verstehe aber das System. Ja, vor allem er ist eh noch nicht so stark, weil das jetzt eh noch so ein bisschen zum Tutorial gehört. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen. Ja, okay, eigentlich, wie gesagt, beim Tutorial müsste das Ganze nicht so sein. Okay, wir haben ihn schon längst besiegt. Also war wirklich easy, aber ich kann mir vorstellen, dass es später schwieriger wird. Als Einstiegsbonus erhältst du Spezialei. Sammel 10 Spezialeier ein, dann hast du die Chance, Spezialroulette statt Premium-Roulette zu spielen. Okay, weiter. Dein Charakter hat Erfahrungspunkte verdient. Sind wir jetzt Level 1? Ja. Level 2? Ja. Level 3?
Nee, okay. Ja, Effektdauer. Wir haben jetzt irgendwie so einen Effekt bekommen oder so, keine Ahnung. Ich klicke einfach mal auf OK. Mal gucken, was jetzt kommt. Wieder der Ladescreen, wo ich mir nicht mehr den Text durchlesen werde, weil er jetzt auch unnötig ist. Diese Ladezeiten, Leute. Aber extra einen Cut für jede Ladezeit zu setzen, ist irgendwie auch unnötig. Huhuhu, so. Okay. Warum musst du mir immer dazwischen funken, Sonic? Ihr könnt von Glück sprechen, dass ich für euer Blödsinn-Auto keine Zeit habe. Oh, er ist entkommen. Hey, seht euch das an. Sieht aus, als hätte er was liegen lassen. Coole Sache, sammeln wir alles irgendwie. Du kriegst mir nach. Kombo-Bonus. Okay. Ringe. Okay. Rote Ringe. Okay. Rang erhöht. Das ist doch mal geil. Du hast Rang 2 erreicht. Wiederbelebungsmarke wiederhergestellt. Punkte-Bonus erhöht. Okay. Episode 2. Rette die Tiere. Sonic und seine Freunde haben Dr. Eggman vertrieben, aber er gibt nicht auf und entführt weiter Tiere. Hoho, was für eine Ausbeute. Ah, diese Tiere sollten fürs Erste reichen. Ohrbot, ich bringe die kleine Reife zurück zu Beise. Kümmere dich um die Nachzügler, okay? Also manchmal fühle ich mich als Teammitglied nicht ausreichend geschätzt. Hm, hast du was gesagt? Oh nein, alles klar, Chef. Ich schnapp die übrigen Tiere und wir sehen uns dann später. Gut, dann, das dachte ich auch, aber nicht trödeln, kapiert? Beim Premium-Roulette kannst du neue Helfer wie beispielsweise Shao oder ferngesteuerte Geräte für Sonic und seine Freunde gewinnen. Jeder Helfer verleiht einzigartige Boni und spezielle Effekte, die Sonic helfen. Schnapp dir ein paar davon und probiere es aus. Okay, wir können jetzt anscheinend so eine Lotterie-Dings spielen. Ja, gratis drehen. Mal gucken, ob wir was bekommen, was Gutes. Ein goldenes? Nee, normales. Ich dachte schon, wir kriegen goldenes. Wäre natürlich nice. Helfer erhalten. Pumpkin Shao. 30% mehr Punkte, bei passenden Typen 32%. Größe klein. Cool. Können wir jetzt nochmal gratis drehen? Vielleicht? Ne, geht nicht, wenn wir da drauf tippen. Okay, dann zurück. Charaktere. Helfer. Ah, jetzt können wir ihn also einstellen als Helfer. Als Helfer 1 benutzen. Was ist Helfer? Du hast jetzt einen Helfer, der dir auf deinen Abenteuern hilft. Setz mir das Abenteuer fort. Okay. Ich würde jetzt am liebsten eigentlich erstmal was im Menü gucken, aber er zwingt uns dazu, dass wir jetzt auf Spielen klicken. Bevor du ein Level spielst, kannst du Gegenstände kaufen und ausrüsten. Du kannst pro Spiel alle drei Turbo-Gegenstände nutzen und bis zu drei normale Gegenstände ausrüsten. Du hast einen türkisen Laser geschenkt bekommen. Rüste ihn ruhig aus. Okay, dann rüsten wir ihn einfach mal aus. Haben ihn jetzt anscheinend ausgerüstet, indem wir einmal da drauf getippt haben. Und ja, dann klicken wir einfach auf Spielen. Also es gibt anscheinend immer so vor der Runde halt so extra Gegenstände, die man kaufen und ausrüsten kann, die dann halt einen Vorteil bringen. Aktiviere deine Gegenstände und Helfer. Jeder Helfer hat eigene nützliche Effekte. Gegenstände kommen in der ausgewählten Reihenfolge zum Einsatz. Okay. Ja, also ich würde sagen, dieses Level noch, und dann hoffe ich, dass wir nochmal uns einmal im Menü umschauen können nach diesem Level, damit ich euch das nochmal genauer zeigen kann. Ja, los geht's auch schon mit dem Level. Also ich muss zugeben, die Grafik sieht im Level trotzdem noch ein bisschen geiler aus, als sie jetzt in der Aufnahme aussieht. Also sorry schon mal dafür. Aber trotzdem ist es auch so nicht die beste, also ja. Gegenstände werden in der Reihenfolge eher Auswahl links vom Entfernungsmuster angezeigt. Tippe auf einen Gegenstand, um ihn zu benutzen. Okay, logisch. Dieser Laser. Gegenstände verwandeln dich in einen superschnellen Laserstrahl. Tippe auf dem Bildschirm, um Ringe und Kristalle anzuziehen. Okay, das ist nice. Kristallebeschreibung. Okay. Kristalle steigern den Punktewert von blau zu grün zu rot. Schnapp dir die besten Kristalle und erhalte Kombos aufrecht. Ja, das ist alles irgendwie logisch. Ja, jetzt kann ich momentan nicht viel machen. Mir wäre fast mein iPad runtergefallen. Aber ist auch nicht so wichtig. Okay, es ist schon nicht gerade so sehr schön, wenn mein iPad runterfällt. Aber ich mache das Ganze ja mit AirPlay. Das heißt, es ist nicht an meinen PC angeschlossen, sondern läuft komplett über, ja, im Prinzip eine Verbindung. Ist sozusagen das Bluetooth für Apple. Sozusagen das neue Bluetooth. Weil Bluetooth ist ja eigentlich nicht gerade das modernste. Fortsetzen. Aktuellste Liga F. Aktueller Rang 18. Erforderliche Punkte für. Na, okay, das juckt mich nicht. Nein, ich möchte es nicht fortsetzen. Das ist unnötig. Begleiterbonus. Okay. Okay. Erfahrung. Ja, okay. Werbung. Okay, das ist jetzt ziemlich scheiße, dass hier so Pop-Ups kommen. Die hasse ich mir nicht wie die Pest. Die hasse ich einfach. Ich will auch keine Schleichwerbung hier für Game of War machen. Ja gut, meine App ist abgestürzt. Hab ich gesagt, dass sie abstürzt?
Ja, gut. Okay, sorry dafür. Übrigens, nach jedem Verlassen und Starten in der App kommt hier halt mein erstes Server-Logo. Ja, ich kriege jetzt auch irgendwie kein Geld dafür, weil dafür würden meine Abonnenten eh nicht reichen. Aber ihr könnt euch ja einfach mal die App downloaden. 7 Tage kostenlose Version. Ihr könnt aber auch einfach euch einen neuen Account erstellen und dann auf dem neuen Gerät eben noch einmal das Ganze holen. Aber normalerweise ist es halt so, dass man 7 Tage eine Version bekommt. Aber wie gesagt, ich hab's ja gerade schon mal gesagt. So, und jetzt kommen wir wieder in diesen schicken Ladescreen rein. Und warten, bis das Ganze geladen ist. Diese Ladezeiten. Aber da können wir uns nochmal schön betrachten. Das Game Center Logo oben. Ja, noch ein Ladescreen. Ist jetzt auch mega notwendig, dass noch einer dahin direkt hinkommt. Direkt einer und dann nochmal ein anderer, anders designter, lohnt sich mega. Beeil dich doch mal. Danke. Android only. Ja, Android only. Was juckt mich das? Android ist meiner Meinung nach nicht so gut, deswegen. Sony One ist ab sofort weltweit. Ja, schön. Sony, ich meinte Sonic natürlich. Neue Geschenke. Also es gibt auch halt auch öfters. Alter, was will der jetzt denn von mir? Ein Retro. Also es gibt halt mehrmals bestimmt. Also es gibt halt immer so Events oder halt Sachen, die nur für kurze Zeit verfügbar sind. Oder halt so Rabatte im Shop. Finde ich ziemlich cool. Welle im Menü Einstellung gibt. Ach, Leute. Wieso müssen wir denn immer so viel? Tutorial abgeschlossen werden. Nein, ich möchte es nicht haben. Spezialeier halt. Jetzt können wir natürlich auch Spezialroulette spielen. Das müssen wir noch in dieser Folge machen. Also sorry, dass ich jetzt so ein bisschen genuschelt habe, aber das Ganze ist sau langweilig. Spezialroulette? Ja, das ist Spezialroulette. Ne, Gegenstandroulette. Ne, das ist Spezialroulette, oder? Keine Ahnung, ich werde es. Ah ja, das ist Spezialroulette. Okay. Und wir haben goldenes Ei. Nice. Okay. Was haben wir da bekommen? Kampfschiff. Nice. Okay. Und jetzt können wir das Ganze nicht mehr spielen. Ja, man kann natürlich auch mit Echtgeld die Sachen hier kaufen, wie ihr hier seht. Hier. Und hier. Ja, aber das werde ich natürlich nicht machen. Ja, jetzt können wir noch einmal Gegenstandsroulette zusammen spielen. Ah, schade. Wir sind kurz vor Top weg. Ja, okay. Egal. Ja, morgen, also es hat immer so ein Cooldown von einem Tag. Anscheinend, ja, also ziemlich cool, dass es hier auch so eine Lotterie gibt. Und ich habe 20 Sternringe, die ich irgendwie nicht bekommen habe. Wie, alle Geschenke. Ah, jetzt, okay. Ja, also sehr, sehr cooles Spiel, könnt ihr ja gerne mal ausprobieren. Ist natürlich nur was für zwischendurch. Ja, ich habe den Part schon mega lange gemacht. Deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Keine Angst, mein Kanal wird nicht wieder zum, oder beziehungsweise nicht zum iOS-Kanal, sondern es werden auch mega viele oder hauptsächlich PC-Videos kommen. Dann bis zum nächsten Video und ciao.